Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Escape from Tarkov Video. Heute schauen wir uns die Patch Notes zu 0.12.5 an. Der Patch soll irgendwann nächste Woche erscheinen. Schauen wir uns die Patch Notes schnell zusammen an. Kommen wir zum ersten Punkt: Optimierung. Es werden Fehler reduziert, die zu Leistungssteigerung führen. Es wird was unternommen gegen kurzes Einfrieren. Und verschiedene kleine Performance-Optimierungen. Kommen wir zum Punkt hinzugefügt. Es wird einen Service geben von Therapist, dass wenn man mit Schaden aus einem Raid kommt, dass man sich im Endscreen sofort heilen kann. Unterschlupf im englischen Hideout und Hauptmenü wurden für schnellen Zugriff zum unteren Menü hinzugefügt. Farbkorrektureinstellungen direkt im Spiel möglich. Verschiedene Verbesserungen am UI-Layout. Abhängigkeit der Maussensitivität von dem Optikmultiplikator wurde hinzugefügt. Das heißt, in jeder Zoom-Stufe wird die Maussensitivität gleich sein. Der nächste Punkt beschreibt kleine Fehlerbehebungen und Verbesserungen, auf die will ich jetzt nicht eingehen. Ich werde euch den Link der Patch Notes unten in die Beschreibung packen, wer will, kann sich die durchlesen. Kommen wir zum letzten Punkt, was wird geändert? Übersichtskarte vom Matching-Bildschirm auf eine separate Schaltfläche verschoben. Jetzt ist bei der Verwendung von Gegenständen die Verwendung des neuen Gegenstandes blockiert, bis die Verwendung des vorigen abgeschlossen ist. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie unten in die Kommentare. Und über ein kostenloses Abo würde ich mich riesig freuen. Ciao und bis zum nächsten Mal.